Hallo, liebe Bewohner Gothams. Es geht weiter mit Batman Arkham Origins. Wasser hier wegstellen. So. So, jetzt haben wir letztes Mal den Unterbrecher geholt, das gute Ding. Dann. Ding. Jetzt können wir das hier endlich hacken. Und kommen in den Serverraum. Nur autorisierte. Ich bin autorisiert. Also jetzt. Ganz ruhig. Ich brauche Zugang zur nationalen Verbrecherkartei. Die ist hier. Du verbringst wohl viel Zeit hier. Sorry, ich muss gerade nochmal das Audio wieder ein bisschen hochstellen. Das ist jetzt doch etwas leiser. Fox, du überbrückst die Netzwerksicherheit. Aber du musst das Intranet auf die externe Telefonverbindung überleiten, wenn du Daten übertragen willst. Die Art von Wissen könnte ein Mädchen in echte Schwierigkeiten bringen. Sie sind unter dem Gebäude. Was meinst du? Die Telefonkabel. Über die Kanalisation hast du Zugang. Warte. Warum tust du, was du tust? Weil ich es versprochen habe. Barbara Gordon. Hat uns gerade etwas den Arsch gerettet. So, wir haben noch einen Stufenaufstieg. Was geht denn hier noch so? Dieses Gerät deckt mehrere Wellenlängen ab und kann diverse elektrische und mechanische Systeme unterbrechen. Es kann benutzt werden, um Waffen zu blockieren und Störsender abzuschalten. Okay. Unterbrecher. Hab ich doch. Oder ist das eine Verbesserung für den Unterbrecher? Also, ach so, zum Thema Waffen. Deswegen ist dieses Symbol in der Mitte. Ja, ich depp. Okay. Unterbrecher, Lautsprecherunterbrechung. Minenunterbrecher. Erhöhte Unterbrecherkapazität. Okay. Schütterungszünder, Betäubungsdauer. Was ist das? Ah! Aber das kann ich noch nicht. Aber warum? Weil ich den Rest hier noch brauche, oder wie? Kugelsichere Panzerung. Ja, auf mich wird aktuell eher wenig geschossen. Okay. Ja, dann würde ich sagen, nehme Battering. Zwei Stück. Alfred, ich bin auf dem Weg raus. Aber bevor ich eine Fernverbindung zum Server herstellen kann, muss ich die Kabel unter dem GCPD anzapfen. Wir sollten über die Kanalisation unter dem Gebäude Zugang drauf haben. Ich markiere den nächsten Zugang. Keine Schusswaffe. Pinguins Handlanger zufolge kann der Unterbrecher ihre Waffen blockieren. Ja, Sir. Die Fledermaus meldet ein 064! Zeit, einen Zettel zu statuieren. Schlimmer als dich erlebt. Zeig, was du drauf hast. Ich habe einiges drauf. Man, ihr seht's ja. Misch mir durch den Boden auf. Keine Gnade. Ah. Okay. Wie sollte ich rauskommen? Meisterbeschützer. 622 hat den Schießstand verlassen. Statusbericht. Alle Quadranten melden.
Okay, hier muss ich durch. Exit. Okay, ich muss in die Kanalisation. Wie komme ich da denn am besten hin? Wartungsbereich auf dem Dach. Entkommen aus dem Revier. Ach so. Okay, jetzt hier links und dann rechts. Ups. Oh nein. Das war knapp. Ich will Ihnen nicht wehtun, aber Sie müssen aus dem Weg bleiben. Niemals. Hören Sie, ich bin auf Ihrer Seite. Meine Seite hält sich an Gesetze. Meine Seite bricht Verdächtigen keine Knochen oder schlägt ihnen die Zähne aus. Wir haben Gottes Respekt verdient. Wenn das wahr wäre, dann wäre ich... Nicht schießen. Wenn er sich bewegt, knallt ihn ab. Du kannst nicht entkommen. Richter Gott, ich mach ihn gleich. Gordon hat's erwischt. Oh no. Aber er ist, glaube ich, nur ohnmächtig. Okay. Wartungsbereich. Erstmal raus. Ich habe einen Gully in der Nähe auf Ihrer Karte markiert. Er führt Sie direkt unter das GCPD. Gute Arbeit, Alfred. Und, Sir, versuchen Sie doch dem Dreck fern zu bleiben. Denken Sie daran, wer Ihren Anzug reinigt. Es ist jedes Mal ein Fest. Hallo? Hallo, Batman? Hier ist Barbara. Sorry, dass ich mich in deinen Funk einhacke, aber ich bräuchte einen Gefallen. Ein paar Kisten mit Beweismaterial sind verschwunden. Richtiges Armeezeugs und niemand kümmert sich darum. Ich schicke dir die GPS-Koordinaten. Setz dein Waffenstörsystem an jeder Kiste ein. Dann gehen die Schaltkreise flöten und das Zeug wird nutzlos. Pinguins Waffendepots? Ah. Sechs Stück. Der Pinguin. Okay. Eine weitere Sidequest. Sachen nach meinem Geschmack. Sollen wir das gerade mal machen? Können wir diesen Funkturm eigentlich erobern? Der hier vorne, ne? Hey, dieser Freak ist in unserem Revier! Macht ihn alle! So. Schaut euch das an! Schaut euch das an! Nani! Oh. Stopf dir deinen Umhang! Das ist nicht fair! Ach du Scheiße, diese Flinte! Das ist nun das letzte Mal, dass wir miteinander reden. Ganz ehrlich, ich bin froh. Dein selbstgerechtes Getue geht mir auf die Nerven. Das hat er schon mal gesagt. Okay. Ist eine Tür, komme ich da rein? Nee.
nicht mal eine unerwartete Wendung ist. Batman gibt auf. So weit sind wir noch nicht, mein Freund. Unverstärktes Glas kann leicht zerbrochen werden. Ah, ich sehe schon, wo das hinführt. Bam. Ungefähr. Ich erhöhe ungefähr den so. Einsatz, Batman. Genau wie versprochen. Pass auf, wo du hintrittst. Was? Er hat ein Gitter angebracht. Pass auf, wo du hintrittst. Sehe schon. Oh Mann, dem Gitter hast du aber gezeigt, wer hier der Boss ist. Klar doch. Der Gitter hat keine Chance gegen Batman. Ich bin frei. Ja, jetzt bin ich hier. Wie lang? Wie langweilig. Streck dich doch nächstes Mal etwas an. Streck dich nächstes Mal etwas an? Du machst es mir doch einfach. Tag ein, Tür aus. Sie können dir einfach nicht widerstehen. Aufgehalten. Du schummelst, oder? Irgendjemand hilft dir. Aber wer? Wer ist schlau genug, mich zu überlisten? Niemand hilft mir, Enigma. Hast du in Betracht gezogen, dass du nicht so schlau bist, wie du denkst? Sagt der Mann, der Heiligabend mit Halloween verwechselt zu haben scheint. Falls du es nicht bemerkt hast, ich überwache die ganze Stadt, erfahre jedes schmutzige Geheimnis und das alles unter deiner Aufsicht, oh großer Gesetzeshüter Gothams. Also, was sagst du jetzt dazu? Ich schalte dein Netzwerk ab. Wie ein wahrer Neandertaler. Nun, du kannst es ja versuchen. Werde ich machen. So, einen Schnellreisepunkt haben wir wieder freigeschaltet. Awesome. Gelangen in die Kanalisation unter dem Revier. Okay. Gut, hier haben wir noch ein paar Netzwerkrelais. Da ist noch ein Ziel, Sehenswürdigkeit. Achso, Ursprung. Und hier ist noch das Pinguin. Dingsi. Das können wir gerade auch noch machen. Wenn wir gerade hier sind, nehmen wir das mit, oder? Was meint ihr? Irgendwo ins Waffendepot. Ist das hier? Was soll denn das sein? Das ist unter mir wahrscheinlich. Ah, ja klar. Eine Ebene. Bitte unten. Ja. Hoffe, die kommen bald. Der Diensthabende wird sich wundern, wo wir hin sind. Ganz ruhig. Wenn sie Stress macht, geben wir ihr ein bisschen was ab und gut ist. Ich schnall's nicht. Wenn Cobblepot so darauf brennt, das Zeug in die Hände zu kommen. Na, kommt Jungs, das geht besser. So, der Unterbrecher. Fünf Waffendepots übrig. Unterbrecher ist echt cool. Richtig geiles Gadget. I like. Sehr gut, einer weniger. Fünf noch. Ich weiß es nicht, dass es Cops gibt, die zulassen, dass es diese Ausrüstung auf die Straße schafft. Beweismittel abzwacken ist schlimm genug. Aber Waffen verkaufen? Die vom SWAT sollten eigentlich die Guten sein. Ja, sollten.
Aber Geld kann man ja angeblich jeden kaufen, ne? Prügelei. Nun. Was machen wir als nächstes? Ich würde sagen, wir machen jetzt erst nochmal die Hauptmission weiter und dann kümmern wir uns in der nächsten Folge um die Waffendepots, würde ich mal gut gelaunt sagen. Die sind auch immer so ein bisschen in der Nähe von einer Abwurfstelle. Oder? Ah, nicht unbedingt. Es geht. Hier auf dem Schiff von Couplepot. Ah, hier die Amüsiermeile. Hm. Okay. Gehen wir erstmal hier rein. Gelange in die Kanalisation unter dem Revier. Dann, let's go. Hoch hinaus. Immer weiter flieg ich. Was? Das ist ein rotes Licht, das leuchtet rot. Besserer Satz fiel mir dazu gerade nicht ein. Gucken schon. Okay. Prügel. Ein Netzwerkrelais. Nicht hier richtig? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ups. Nach oben? Aber es ist ja Kanalisation. Die Kanalisation läuft ja unterirdisch. Kann ich da durch? Vielleicht durch diese Gasse. Aber da braucht wohl jemand erstmal meine Hilfe. Okay, erstmal auf die Kleinen, bevor der Große hier rankommt. Ich werde mir mit dir Zeit lassen. Jetzt muss nichts Unüberlegtes. Und komm, Digga. Bam. 15er Kombo. Rede mit SWAT Officer. Das wusste ich. Das habt ihr wohl. Zumindest seht ihr eure Fehler ein. Wie schnell soll das denn gehen? 3 Sekunden habe ich. Das geklappt? Geklappt. Was ist jetzt passiert? Ich hab irgendwas. Ah, guck mal an. Was ist so ein Netzwerkrelais?
Irgendwas geschafft. Es wird irgendwas verbunden. Aktiviert sobald ausgelöst. Eine Schaltautomatik. Der Mechanismus wird durch Druck ausgelöst. Aber wo führt das Ding lang? Es wird irgendwo rein. Ich muss ja dafür ein Enigma-Datenpaket bekommen. Als Belohnung oder nicht. Das wäre jetzt doof, wenn ich das jetzt hier gemacht habe und ich weiß, wo es ist. Vielleicht da oben. Wieder so ein kleines Rätsel. Ach, da ist es. Direkt neben mir. So. Hab ich. Okay, jetzt nun zum eigentlichen Geschehen. Ich dümpel hier wieder rum. Wegen dem Verbrechen war ich so ein bisschen abgelenkt. Manchmal ist die KI der Gegner einfach im Traum. Wieder wird jemand hinter mir platt gemacht. Beziehungsweise ihm die Luft abgeschnitten, bis er ohnmächtig wird. Stufenaufstieg, ein weiterer. Hier ist was neu. Was ist das? Unterbrecher, Waffenkistenunterbrecher. Schließe Pinguin gesucht ab. Okay. Dann nehme ich nochmal die kugelsichere Weste. Jetzt laufen Leute mit Knarren rum. Also es ist hier. Aber unter mir wahrscheinlich. Also macht ja Sinn. Okay. Und hier war ich ja gerade. Ah, einfach hier. Okay. Ich hab's nicht gesehen. Ach, schön. Okay, jetzt bin ich... Oh, mit Bombe. Ich. Okay. Komisch. Das sind Black Masks, Männer. Nicht die Art Typen, die ich in der Kanalisation. Könnte schlimmer sein. Wenigstens hat er einen Kampfkunstexperten geschickt, um uns. Alter, haben die viel Sprengstoff dabei? Vor den Ratten. Nein, vor der Fledermaus, du Idiot. Die Fledermaus? Als hätte die heute. Tötet diesen Mistkerl. Alter. Diese Capoeira-Boys sind echt hart. Ah!
Okay, der letzte. Bam. Charaktertrophäe freigeschaltet. Kampfkünstler. Überschwemmung, Herausforderungskarte. Und noch Kampfkünstler-Experte-Training. Alles toll. So. Das gute alte Explosivgel wird mir hier doch sicherlich helfen. So, eine Tür. Der Pumpenraum. Wasseraufbereitung. Alter, das ist echt ein großes Gebiet, du. Vier Gegner, vier unbewaffnet. Danke, mein Rücken ist okay. Sag mir einfach, wie das Ding funktioniert. Es hat keinen Snow. Ich will doch nur da runter. Mal rüberhangeln. Und die nur mit diesem ganzen Sprengstoff vor? Wollen die ganze Stadt in die Luft jagen? Hab ich jetzt Wasser abgestellt? Scheint wohl so, aber was nun? Ah, es ist der Dampf weg, okay. So. Ich komme. Bam. Okay, nichts von Interesse hier. Das sind mal dicke Ketten. Da werde ich wohl nicht durchkommen. Ah, da ist das Objekt der Begierde. Pumpen. Zugang. Da steht wer? Jetzt geht's ab. Hast du recht. Alter, was ein Riesengebiet. Ah, okay, und jetzt führt das zum GCPD-Gebäude. Rollraum. Das ist ziemlich ähnlich. Bullen klitschen hochjagen. Ein Haufen von denen werden von uns bezahlt. Wenn du mich fragst, steht er langsam durch. Ist bestimmt der Stress. Er tut mir fast leid. Was? Da unten sind die. Geht mir genauso. Ich bin direkt unter dem Revier. Warum bringen Black Masks Leute hier Sprengsätze an? Die Cops standen schon immer auf seiner Gehaltsliste. Gute Frage, das macht in meinen Augen nicht besonders viel Sinn. Kann ich den in der Mitte nicht angreifen? Doch. Auf uns allein.
dass ich nicht dir keine Chance geben, ich habe und ich euch hier aufmische. Doch, das weiß ich. Und das klappt für gewöhnlich auch jedes Mal. Hör zu, ich habe eine kranke Mutter. Das tut mir leid, aber... Das musst du ihr später erzählen, was mit dir passiert ist. Ach, guck mal, wie er schön in der Ecke hängt, ne? Ich gebe euch mal dieses schöne Bild hier, ne? Relativ ungesund aus in meinen Augen. Aber wie der Typ, der halb im Schnee gelegen hat. Sah auch nicht so ganz toll aus. Oh, moin. Au. Ja. Ich werde mir mit dir Zeit nur. Davon stehst du nicht wieder. Mich durchbrechen? Na. Achtundzwanziger Kombo. Na. Ich hätte eine 30er Kombo haben können. Scheiße. Ah, hier. Alfred, bestätige den Zugriff auf die nationale Verbrecherkartei. Verbindung bestätigt. Sie können jetzt die DNA analysieren. Ich schicke Ihnen noch die Akte zum Lacey Towers Fall. Die Polizei besitzt eine Akte über Roman Sionis. Sionis gehört wohl die Gotham Merchants Bank, wo er das Geld seiner illegalen Geschäfte gewaschen hat. Wegen der Geldmengen hat er die Tresore mit biometrischen Scannern abgesichert. Damit nur er Zugriff auf das Geld hat. Und nur er hat Zugriff auf ihr biometrisches Sicherungssystem. Alfred, ich habe genug clever, um den Lacey Towers Fall zu lösen. Es lief wie folgt ab. Zurzeit glaubt die Polizei, dass Roman Sionis tot ist. Das Opfer eines Bandenkrieges. Ermordet vom Pinguin. Aber ich weiß es besser. Jemand hat Sionis Freundin eingeschüchtert. Er hat sie in sein Versteck geschickt. Was allerdings nicht mehr sicher war. Dann ist Sionis aufgetaucht. Bereit für Ärger. Den er dann fand. So scheint es. Roman war schon immer paranoid. Deshalb hat er wohl so lange überlebt. Hat einen Köder reingeschickt. Für das Überraschungsmoment. Aber es hat nicht gereicht. Es gab einen Kampf. Sionis verlor. Der Killer erschoss den Doppelgänger sofort, aber Roman wollte er lebendig, für Zugang zum Geld in der Gotham Merchants Bank. Mit Sionis unter seiner Kontrolle musste er nur noch die offenen Dinge erledigen. Was für ein Monster zwingt einen Mann dazu, seine Liebste zu erschießen? Der Joker. Er ist der Schatten, den ich jage. Jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Zur Gotham Merchants Bank. Alfred, sieh nach, ob du irgendwelche Infos zu jemandem namens der Joker finden kannst. Ich bin dabei, Sir. Es scheint aber nichts über ihn zu geben. Was wissen Sie über ihn? Nicht viel.
aber er hat Black Mask als Geisel genommen. Geisel? Also ist Sionis nicht tot? Ich glaube nicht. Nach meinen Informationen ist er dem Joker lebendig mehr wert. Der Joker braucht ihn, um in die Gotham Merchants Bank einzubrechen. Ich bin jetzt auf dem Weg dorthin. Kommen wir hier raus? Ja. Ah, der Joker. So fing das hier alles an. Er wusste nichts von ihm. Zumindest zu dem Zeitpunkt nicht. Kann ich hier mit diesem Sequenzer irgendwas machen? Nee, noch nicht. Exit. Das ist ein Datenpaket. Wie kriege ich das denn? Okay, da komme ich nicht durch. Da wohl auch nicht. Da muss ich wohl hier lang. Ah ja. Du bist wirklich herzlichst. 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 Du bist wirklich herzlichst zur Feier eingeladen. Und es wird ein tolles Fest. Tolles Fest. Tolles Fest. Und es wird ein tolles Fest, veranstaltet vom Hatter. Wir hoffen sehr, dass du auch kommst. Du auch kommst. Du auch kommst. Wir hoffen sehr, dass du auch kommst, um Spaß mit uns zu haben. Sei herzlich gegrüßt, Batman. Ich bin Jervis Tetch, Erfinder, Unternehmer und Teilzeitherrenausstatter. Du fragst dich sicherlich, warum ich an dich herantrete. Nun, ich würde gerne mit dir über eine Beschäftigungsmöglichkeit reden. Wenn du dich also bei der Adresse auf der Rückseite dieser Aufnahme einfinden würdest, könnten wir... Hilfe! Bitte! Wenn mich jemand hört, er will... Oh, kümmere dich nicht um Alice, die arme Kleine. Sie ist etwas aus dem Häuschen, ist ja nicht ihre Schuld nach all dem, was sie durchgemacht hat. Aber bald ist sie wieder in Ordnung, keine Sorge. Besiege Jervis und rette Alice. Der Mad Hatter, ja, den hatten wir auch schon in den anderen Arkham-Spielen mal kurz kennengelernt. Ziemlich gestörter Typ. Mal sehen, ob wir ihm gewachsen sind. Was wird abgelehnt? Zylinder. Gut. Verrückt. Zylinder. Gut laden. Ich benötige eine nicht beschäftigte Einheit für einen Spezialeinsatz. Okay, zum Abschluss der Folge machen wir das noch, das Verbrechen hier. Abgeschlossen. Ihr muckt auch noch auf, oder was? Okay. Kommst her.
So, Freunde, dann sind wir jetzt hier am Ende angelangt und ich bedanke mich schon mal recht herzlich fürs Zusehen bei Batman Arkham Origins. Ja, das nächste Mal haben wir einiges zu tun. Es gibt die Depots vom Pinguin mit den Knarren. Dann haben wir noch ein Date mit Mad Hatter. Und dann, ja, müssen wir noch den Joker aufspüren. Unser Hauptziel in dieser Geschichte. Und ja, was wir als nächstes machen, entscheide ich spontan. Ich denke mal, wir werden den Mad Hatter besuchen gehen. Und dann schauen wir mal nach den Waffen des Pinguins. Falls ihr etwas schreiben möchtet, gerne in die Kommentare. Ansonsten schaltet wieder ein bei Batman Arkham Origins. Bis dann.